Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist das Chaos. Hallo. Hallöchen. So, wir befinden uns hier in unserem Baumwollauftrag noch. Ich denke mal, wenn ich mit meinem voll bin... ich weiß nicht, ob ich dann nochmal den nächsten Würfel anfangen sollte. Ja, doch, ich bin bei 48. Kann ich ruhig machen. Jetzt hast du ganz schön schräg da, oder habe ich dann die andere Bahn so schräg gemacht? Kann sein, dass ich gut gefahren bin. Naja, macht nichts. Fängt ja gerade alles erst neu an, nicht? Ja. Ja. Wie war denn deine Woche? Ja, eigentlich ganz erfolgreich. Bisschen unelastig, aber sonst erfolgreich. Wir haben es ja erfolgreich hingekriegt, die Folge, die ich eigentlich für den Kanalgeburtstag gedacht habe, dass wir die nach dem Kanalgeburtstag bringen, ne? Das ist wir, du. Ja, danke. Ja, ich weiß, ich war's. Ich hab mich vertan. Ich hab mich anständig vertan. Naja, gut, egal. Aber so feiern wir halt 2 Tage später den Kanalgeburtstag, also das ist ja auch egal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. So mal ein bisschen was zu hören aus den Statistiken auch. Ist ja auch mal ganz interessant. Also mich würde das zum Beispiel bei einigen interessieren, wie da so die Statistiken sind. Interessanterweise ist der weibliche Anteil meiner Zuschauer gestiegen, aber ich glaube, das liegt am Cooking Simulator. Bin mir nicht ganz sicher, aber seitdem ich den bringe, habe ich 10% weibliche Zuschauer. Das ist nicht sehr klischeebehaftet? Ja, natürlich. Ich weiß auch nicht, wie ich beim Cooking Simulator spielen auf die Frauenfußball-WM gekommen bin. Hast du geschafft, oder wie? Ja, das habe ich dann einfach erzählt, dass die Frauenfußball-WM gerade anfängt. Und dass man doch da mal gerne reingucken dürfte. Weil die Frauen, die spielen auch ganz guten Fußball. Also ich gucke das jedenfalls gerne, den Frauenfußball. Na, jetzt hast du aber ein paar Flocken stehen lassen. Mann, Arin. Das ist ja gar nicht mal so gut. Hauptsache, der Bug schlägt jetzt hier nicht zu. Also wir haben einen Auftrag und er zählt die geerntete Fläche nachher als fertig und dabei haben wir noch gar nichts abgegeben. Wäre schon tragisch. Geld? Ja, wäre schon tragisch, weil dann kriegen wir so viel Geld für unsere ganze Baumwolle hier. Ja. Meinst du kriegst alles bei dir denn rein noch? Was da jetzt noch steht? Ich bin jetzt bei 54. Ich bin bei 87. Aber die Gefährte, die sind schon niedlich, ne? Also. Ja. Diese Baumwollteile hier. Ziemlich cool konstruiert. Ja. Haben bestimmt einen verdammt hohen Schwerpunkt. Ja. Ich meine, ich glaube nicht, dass die Maschine wird wahrscheinlich viel schwerer sein als die Last, die sie hinten da drinnen hat. Das kann sein, ja. Baumwolle ist jetzt nicht so schwer. Naja gut, aber wenn die das gepresst und so, naja, man weiß es nicht. Ich habe bei mir gerade das Fenster offen. Der Nachbar grillt. Ja, riecht lecker. Ja. Hast du Hunger? Ja. Jetzt lass dich nicht ablenken. Aber wirklich. Ja. Ich kenne das. Ich war gerade beim Sport übrigens. Also ich gehe ja jetzt regelmäßig ins Fitnessstudio, ne? Und da war ich eben gerade im Fitnessstudio und danach hab ja jetzt wieder Pokémon Go angefangen, hast du ja auch mitgekriegt. Ja. Da muss ich auch sagen, direkt neben dem Fitnessstudio ist eine Pizzeria. Also du kommst aus dem Fitnessstudio raus, bist so richtig ausgepowert und eigentlich lechzt es dir nach leckerem Essen und du sagst dir selber so, nee, lieber nicht. Und dann kommst du an so eine Pizzeria vorbei und man muss auch sagen, ich war in dieser Pizzeria auch schon ein paar Mal so, also ohne, dass ich, was machst du denn jetzt? Ohne, dass ich beim Sport war und die haben richtig, richtig leckere Baguettes. Also so richtig, richtig lecker, ne? So überbackene Baguettes.
Ja, naja, was da so zugehört, ne? Brot und dann so mit dem, der Auflage und dann Käse drüber und... Ja. Aber so richtig, richtig, richtig lecker. Also ich habe mir da mal so ein Baguette Thunfisch, ne? Uiuiui, habe ich mich überfressen, ne? Die sind ja auch noch groß dann, ne? Die Baguettes, die sie da machen. Also, naja. Ist schon fies, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, noch fieser wäre es, wenn jetzt so ein Dunkin' Donut daneben wäre oder so. Warst du schon mal in so einem Dunkin' Donut drin? Nein. Gibt's bei uns nicht. Nee? Nein. Das riecht ja, wenn du da reingehst, riechst du schon den Zucker. Das ist alles, da klebt's dir schon an allen Ecken und Enden, wenn du nur da reingehst. Okay. Also das ist ein richtig fieses Ding. Ja, wir haben schon so, ich glaube in einem Einkaufszentrum haben wir einen quasi, aber da ist es halt kein geschlossenes Ding und da verflüchtet sich das alles. Ich war im Berliner Hauptbahnhof, war ich im Dunkin' Donut drin. Okay. Und ich muss sagen, das war schon eine kleine Qual für mich. Wenn der Laden nicht leer ist, okay. Nee, ich habe nicht mal was gekauft, aber mir das so, das sah also alles so zuckersüß aus. Ja, ja. Ich habe da, also, wo ich in Berlin war, das letzte Mal, da war ich ja auch schon auf dem Trip, ich möchte ein bisschen weniger werden. Mhm. Man möchte ein bisschen leichter werden. Und da habe ich dann schon auch drauf geachtet, dass ich dann, ja, halt nicht so viel Zucker esse. Und deswegen habe ich denn da auch nichts gegessen. Huch, jetzt ist aber bei mir ja an der Seite sehr schnell nach oben geschnipst. Die Presse. Wie viel Prozent hast du jetzt? 65. Ja, ich glaube, ich kriege dann noch 10% fertig, dass wir nochmal so einen Würfel haben, den wir rausdrücken können. Also ich bin jetzt bei 98. Also ich mein, doch, der Rest, der passt bei dir rein, oder? Sollte sich ausgehen, ja. Ja, dann hole ich den Traktor ran und so. Und lade schon mal die ersten Würfel auf. Wenn meine jetzt gleich voll ist. Ja. Weiß gar nicht, wie viele 1000 Liter das sind. Müssen 20.000 sein, dann. Ja, der ist wahrscheinlich nicht gedüngt hier und vielleicht noch Unkraut dazwischen. Schon hast du kaum Ertrag auf dieser Fläche, ne? Ja. Das macht sich schon bemerkbar. So, ich bin voll. Ah, die haben... Der hat drinnen eine Anzeige für Miles per Hours am Display. Und im HUD sind es einfach km/h. Das heißt, die rechnen das gar nicht um, sondern sagen das einfach nur 1:1 an. Ach ja. Hm. Oder vielleicht, wenn man es in HUD machen würde... umstellen würde, vielleicht wird es dann drinnen auch richtig angezeigt werden. Dass quasi die Geschwindigkeit ein variabler Text ist und dieses mph einfach fix ist. Das können wir sehen. Das erkennst du, dass da mph steht? Mhm. Ach, da oben auf dem... Ja, da steht mph, ja. Wo hast du gedacht? Nee, ich habe hier im Türrahmen, da siehst du die Geschwindigkeit auch in die Drehzahl. Also in dem Fensterrahmen. Aber da erkenne ich nicht, dass da mph dahinter steht. So, wo ich es jetzt ausleeren? Welche Taste ist ausleeren? Da steht, glaube ich, auch nicht mph, sondern das ist Symbol von Fahrzeug. Hände heben, bla bla bla. Ballen abladen. Ballen abladen ist die Taste 9. Alles klar. So oft benutze ich das Gerät nicht. So, jetzt lade ich hier mal so einen Ballen ab. Oh, bei mir zittert jetzt hier ein bisschen die Grafik. Sieht ein bisschen schwierig aus. Zack, und schon habe ich einen ganz großen Marshmallow hier hingelegt. So, ich bin jetzt bei 71. Ja, mach du mal. Das sollte sich ausgehen. Ich hol schon mal den Truck ran. Jo. Ich
klappen wir die Maschine zusammen und fahren ganz gemütlich in Richtung Shop mit der Maschine und holen dann den Truck. So, und dann machen wir hier das Menü aus, das stört ja nur. In der schönen Ansicht. Ja, ist ja nicht schlecht, also. Bay-Container und sowas. Da schreibt aber auch nichts rein, ne? Also wie viel du schon drin hast und so. Woher? Doch, steht drin? Oben? In dem Computer? Also oben nicht, aber. Achso, nein, das ist der. Ich dachte. Ah, nein, das schreibt er nicht rein. Eine andere Zahl am Türrahmen. Die Drehzahl und noch irgendwas ist da unten. Ja, genau, Drehzahl und Geschwindigkeit ist das. Ich dachte, das eine ist Lagerstand. Ach, hier steht ja sogar noch unseren Trecker mit dem Hänger dran. Mhm. Wolltest du da noch. Nee, was mitnehmen wolltest du eigentlich nicht, ne? Nein. Das sollten wir erst machen, wenn wir die nächste Ernte fertig haben. Komm mal hier, mein Peterbilt. Lizard Roadrunner. Bei ATS kam ja am 11.06. ein neues Add-on raus. Neuer Teil von den USA? Ja, in Washington. Kannst jetzt nach Seattle und Portland fahren und so. So, sie haben nur einen Start veröffentlicht. Ich hab gedacht, sie wollen es jetzt so zwei Staaten mit veröffentlichen. Nee, ich glaube, es ist nur Washington. Kann aber, weiß ich gar nicht. Ja, müsste nur Washington sein. Also heißt jedenfalls, so heißt jedenfalls das DLC, Washington DLC. Ja, die haben ja auch ordentlich was abgekriegt, wie sie das veröffentlicht haben. Ja, das ist, ja. Ja, ATS ist irgendwie ein bisschen durchgefallen bei der Community, ne? Ja, na, durch ihre DLC-Politik am Anfang. Ja. Ja gut, aber sie machen es ja trotzdem, ne? Jetzt die Bundesstaaten alle einzeln. Ja, ich meine, am Anfang haben sie dafür nachgebessert. Ja, Arizona hast du irgendwie kostenlos gekriegt. Meine Arizona war das, was du kostenlos dazu gekriegt hast. Weil es auch zu spät rauskam, also. Sie haben ja auch den Release quasi mehrfach verschieben müssen. Mhm. Huch. Ja, aber ich denke mir halt, besser Release verschieben als. Komplett verbuggt, ja. Ja. Ich meine, ist ärgerlich. Dann haben sie trotzdem irgendwas bei ihrem Management nicht geschafft. Aber. Ja. Ja, das ist halt so. So. Zack, und da ist er drin. Also wie viel Prozent hast du jetzt? 79. Ah, aber knapp mit allem passt rein, wa? Mhm. Egal, so. Wir haben ja einen neuen Tag, ne? Dann will ich jetzt mal auf dem Pferd zu finden. Die letzten 5 Minuten. Okay. Viel Spaß. Oh, ja. Leck. Ja, ja. So. Wen nehme ich denn da mal? Ich nehme dich. Mich? Quantum. Oh. Er ist aber nicht Quantum. Ein Quantum Trost. Wer hat denn hier ausgesät? Das sieht ja aus. Lieber Löcher in der Saat. Wo, auf unserem Feld? Ja. Aber ich habe geschaut, dass ich alles schön die Linie halte. Der Zug fährt schneller als ich reite. Oh, hier ist noch ein bisschen Unkraut im Feld. Naja, gut. Also im Haferfeld haben wir noch ein bisschen Unkraut und im Rapsfeld haben wir so ein, zwei kleine Löchlein. Aber das kann auch sein, okay, dass das einfach anzeigemäßig ist. Das Gras steht schon wieder richtig hoch. Ich muss mir jetzt demnächst mal dann wieder den Skiregion-Simulator installieren. Jetzt fängst du damit an. Ja. Da hast du auch keine Kettensäge. Nein, aber Pistenrobben. Ah,
Das Pistenrezept von Minecraft habe ich, glaube ich, sogar noch im Kopf. Ich weiß gar nicht, warum das. Ich habe so viele Minecraft-Rezepte noch im Kopf. Lange kein Minecraft mehr gespielt, ne? Ja. Oh, hier zwischen, das sieht auch ganz gut aus. Ja, worauf gehen wir denn jetzt? Jetzt machen wir erstmal unsere Schafe quasi flockig, ne? Genau. Wenn wir die nicht mit Baumwolle strecken? Ich glaube nicht. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das geht nicht. Wenn man sie mit Baumwolle füttert, produzieren sie dann bessere Wolle. Ja, du kannst ja auch ein Schaf an Baum nageln, hast du auch Baumwolle. Arme Schaf. Tja. Also was passiert? Aber hier steht schon wieder ein bisschen Kiste Wolle. So. Ich kann ja mal gucken, ob schon das eine oder andere Schaf dazu kam. Warte mal, ich dreh mich mal. Oh, jetzt bin ich mit dem Pferd im Schafstall. Jojojojojoj. Na, meine kleinen Schafis. So. Reite ich mal ganz langsam vorwärts hier wieder raus, so. Und dann gucke ich mal ganz kurz im Escape-Menü nach, ob wir denn schon Nachwuchs gekriegt haben beim Schafen. Nee, noch nicht, aber in 3 Stunden 45 kriegen wir Nachwuchs bei den Schafen. Okay. Da kommt das erste neue Schaf dann dazu. Und dann können wir ja durchaus ein Schaf weiß, na, mal gucken, ein Schaf weiß verkaufen und noch ein Schaf schwarz-weiß wieder dazu kaufen. Dass wir dann alles mit schwarz-weißen Schafen dann irgendwann haben und dann richtig was dazu kriegen. Oder willst du jetzt erstmal die Population im Stall hochkriegen? Da reden wir ja schon Ewigkeiten drüber, ne? Dass wir das irgendwie machen wollen. Ich würde sagen, Population hoch und dann halt immer langsam die anderen Farben aussortieren. Na, hier steht natürlich ein großes Feld mit Raps, ne? Das ist natürlich auch ein schöner Auftrag. Ich bin jetzt bei fast 90%. Wie viel steht da auf dem Acker? Hoffentlich 10%. Schwierig. Ja, ich kann dir die Pflanzen leider nicht abzählen. Ja, du kannst ja mal abschätzen, ne? Kein Raps zu sein, aber hier stehen Getreide, Unkraut mit dazwischen. Ah, das mit unserem Mähdrescher abernten hier dieses Feld. Ich glaube, da wirst du auch junge Hunde bei. Das wird auch ein bisschen länger dauern. Ich glaube, wir müssen unsere Felder danach wieder kalken, ne? Kann das sein, dass wir nicht 3 Ernten schon wieder rum haben? Ich glaube ja, ne? Bin mir nicht sicher. Könnte sein, dass wir dann kalken müssen. Ich merke mir sowas nicht. Ja. Der Computer sagt's dir ja, ne? Ja. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich, ich darf hier im Wohnzimmer das Ding nicht auf dem Computer laufen lassen. Die Alexa. gestern bei der Aufnahme von Satisfactory, da hat sie mich richtig genervt, weil da gibt es jetzt neue Forschung und das hat auch alles mit Computern zu tun und so, ne? Und dass sie in einer Tour angegangen und hat mir ja was vorher erzählt und nachher wollte sie mir schon Kaffee kaufen. Und ich dachte, wieso denn das? Ich will doch gar keinen Kaffee kaufen. Ja. Naja, so sind es halt die Probleme, die man hier hat. So, dann gucken wir doch mal, wie sieht's denn aus. 98%, Quantum muss noch ein bisschen reiten. So, Quantum hat 100% erreicht. Wo ist Quantum jetzt hin? Jetzt muss ich Quantum nämlich noch putzen. So, Quantum ist wieder auf der Weide und Quantum ist geputzt. Und Quantum ist geputzt. So, Quantum ist jetzt auch schon 17.000 Dollar wert. William ist 17.000 Dollar wert, Unity ist 17.000 Dollar wert, Opal und Dolly sind 12.000 Dollar wert. Das ist aber nicht der Max-Wert, oder? Nee, und Pinkles und Star, Pinkles ist 7.000 Dollar wert. Star auch und Easter ist auch 17.000. 17.000 Easter, war Quantum, Max. William... War der Max-Wert nicht Unity. Irgendwie 36.000? 50. Ah, 50. Oh. 50.000 ist Max-Wert. Ich glaube, das wird sich mit dem Feld nicht raus.
Ist ja nicht so schön. Gut. Aber dein Glaube kommt in der nächsten Folge dran. Das war eine Runde LS19 hier aus Die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Bei uns ist das Chaos gewesen und hat fleißig Baumwolle gepflückt. Wir müssen ihn schwarz anmalen. Wow. Entschuldigung. Wow. Hat keiner gehört. Tschüss. Tschüss.